So, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich bin mal wieder noch nicht so weit. Gerade angekommen. Erstmal nach der Lage gucken. Wie stellen wir euch denn am besten? Ich hole erstmal das Stativ raus. So. So. Ach, ich muss ja erstmal das Ding hier drunter schrauben. Ach, wisst ihr was? Bis der Finger hier Ordnung hat, guckt erstmal das Intro. So, er hat Ordnung. Muss nur noch kurbeln. Zack. Ne, falsch rum. So, und ich brauche noch eine Jacke. Seit neuestem haben wir Herbst. So. Also, erstmal in Ruhe, schönen guten Tag zusammen. Wir stehen heute in Niederwallow. Das ist im Rheingau-Taunus-Kreis an der rechten Rheinstrecke zwischen Koblenz und Wiesbaden. Sehr nah aber schon an Wiesbaden dran und längst in Hessen. Hab hier gesehen, dass hier ein paar Bahnübergänge waren. Die nehmen wir jetzt auf der Durchreise mit. Tagesfahrziel ist Herleshausen mal wieder. Von da werdet ihr dann ein Video, das kann ich schon mal als Bundeslandpremiere schon mal ankündigen, dann aus Thüringen sehen. Grenzt er da direkt an. Solange klappern wir jetzt ein paar Stationen auf hessischem Gebiet ab und fahre halt hier einen größeren Schlenker hier durchs Rhein-Main-Gebiet sozusagen, um letzten Endes da noch auf dem Weg ein paar Sachen auf Hin- und Rückfahrt mitzunehmen. Okay, wie gesagt, die rechte Rheinstrecke zwischen Koblenz und Wiesbaden im Personenverkehr befahren von der Vias mit der RB10, der Rheingau-Linie, von Neuwied über Koblenz, Kaub, Niederwallow, Wiesbaden und dann nordmainisch nach Frankfurt, mein Hauptbahnhof. Im Moment, Stand Mitte Oktober 2021, wird der Wiesbadener Hauptbahnhof wegen der kaputten Salzbachtalbrücke nicht angefahren. Das soll sich aber dann im Dezember wieder erledigt haben. Die Brücke ist dann gesprengt worden, wird neu gebaut
sodass zumindest die Bahngleise darunter wieder frei sind, weil diese Salzbachtalbrücke ist einer der A66. Ansonsten hier Güterverkehr und Sonstiges, dafür ist der rechte Rhein ja nun relativ bekannt. Fernverkehr im Umleitungsfalle, falls es zwischen Mainz und Koblenz linksrheinisch klemmt. Genau in Koblenz bei Miedau-Hamm ist gerade eine größere Oberleitungsstörung, habe ich gerade gesehen. Deswegen kommt von da oben ja, wahrscheinlich erstmal wenig bis nix. Das müssen wir uns einfach mal angucken. Drei Stationen habe ich für heute geplant. Ich hoffe, das passt alles. Morgen nochmal drei. Da entsteht jetzt also wieder ein ganzer Batzen, den ihr jetzt dann nach und nach nacheinander sehen werdet. Okay, das Ganze gesteuert vom ESTW Oberlahnstein tatsächlich noch. Es ist so deren fast südliches Ende. Oberlahnstein Süd sitzt der Fahrensleiter in Frankfurt in der Betriebszentrale und haben hier den Bahnübergang mit Lichtzeichen von Scheiß und Bachmann. Sieht mir doch sehr LED-lig aus. Halbschranken und kein Gong. Und ja, werden jetzt hier den entsprechend verfilmen und ich wünsche dann viel Vergnügen mit den nachfolgenden Aufnahmen. So, zur Überwachungsart zeigt sich noch, kann ich jetzt so nicht direkt sagen. Es gibt noch zu ergänzen, es gibt noch bis Eltville von Frankfurt her noch ergänzend die Linie RE9. Die wird von der HLB gefahren mit Coradia Continental 1440. Verstärker von der Vias gibt es auch noch, teilweise bis Assmannshausen oder bis Kaub, auch von Koblenzer Seite her, aber im Moment sind die Zusatzzüge relativ stark ausfallbelastet, weil es ein bisschen personell mal wieder bei denen klemmt. Was mich ein bisschen wundert, weil die gerade erst die Ausschreibung gewonnen haben, aber es wird seine Gründe haben. Ich krieg auch Besuch. Danke. Guten Tag.
So, das Fazit hier eines Anwohners. Das Gespräch habt ihr natürlich jetzt nicht so mitgehört. Ist klar. Der Lärm ist hier nicht das Problem, sagt er. Die Erschütterungen sind das. Vor allem, wenn ein Zug, ein Ganzzug kommt, also nur Kesselwagen, nur Kohle. Das merkt man dann schon sehr, sagt er. Das ist ein Finger, hallo. Aber das wäre mit der Eurobahn-Nummer, deswegen war ich irritiert. Ich dachte, da wollte sich wieder die Eurobahn beschweren, dass ich sie nicht fahre. Das ist Fahrdienstleiter 2 von 8 bis 15 Uhr an Montagen. Und da muss ich zeitig in die Haier. Wir gucken aber vorher noch mal, ob Bauarbeiten sind, ne? Dasselbe jetzt oder was? Nochmal dasselbe? Nee. Ja, ich versuche halt dann, dass der Abluser da eine Stunde später zu mir kommt. Ein anderer ist derselbe Gesamt. Aber dann scheint der Zucker ziemlich oft drin zu sein. Oder ist das jetzt das zweite Mal Samstag am Sonntag? Zweimal hintereinander. Ja, der wird einmal wegen der Brauerei weggefahren sein. Ja, der November wird eine heiße Kiste, ich weiß. Aber wie immer, ne? Ja, natürlich, weil wir hatten letztes Mal ja keine Mutter.
noch über kurz sprechen und dann ist das auch noch mal. So, ich möchte wenigstens noch jetzt die nächsten beiden Viasse noch dabei haben. Deswegen warten wir hier. So viele Positionen kann man mit dem Ding nicht machen. Auf der anderen Seite hatte ich die Kamera ein bisschen höher gestellt. Das musste wegen, weil ich nicht weiter zurück konnte. Da ist die Straße. Jetzt aus Richtung Koblenz her würde ich sagen, ist das doch eher signalgesteuert. Von der anderen Seite kann es auch fernüberwacht sein. Wie gesagt, ich sitze ja nicht in Frankfurt in der BZ, sonst könnte ich es jetzt ganz konkret sagen. Aber so bleibt es bei der kleinen Vermutung. Kurzzug.
So, das war doch schön, dass wir nochmal einen Güterzug aus der Richtung bekommen haben. Jetzt noch eben die Vias nach Koblenz bzw. Neuwied. Und dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehen wir nochmal rüber für die... Ach komm, wir gehen nochmal. Ihr könnt mich mal. So, ich versuche nochmal ein bisschen weiter zurückzugehen. Gut. Hier sieht man dann zwar jetzt die untere Ampel nicht mehr so, aber... Und mit dem Zaun hier, aber... Können wir mitleben. Das war Mainz-Koblenz, 0.08 Uhr ab Mainz. Nächste Woche Samstag. Ja, muss ich leider reduzieren. Genau, leider Gottes. Wie gesagt, Weizen-Gedankenfehler meinerseits. Ich dachte, ich wäre ein anderer. Machen Sie das und ein großes Sorry noch hinten dran, ne? Ja, sind wir halt nochmal für die Güterzüge rübergegangen. Ist auch okay. Dann gehen wir halt wieder auf die andere Seite für die Vias. Mehr will ich ja eigentlich nicht. Ich bin ja hier dieser Ausbeute voll zufrieden. So,
Was hätten wir denn gerne? Wollen wir uns mal hier hinstellen? Hier ist auch okay, oder? Ja, den nehmen wir fürs Finale. Und ihr kennt das, dann ist wirklich Schluss. Vorderer Zugteil Neuwied, der hintere nur bis Kaub. Tschüss.